Hier ist es zu tief. Verdammt! Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr, aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Hey, pass auf! Gelobt sei Jesus Christus.
Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen, nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich eine an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlegt hat. Glück und Gesundheit. Thank you.
Guten Tag. Hey, hast du ihn etwa umgebracht? Ich? Wie kommst du denn darauf? Du hast ihn umgebracht. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Was treibst du in der Nähe einer Leiche? In der Nähe eines Mordes? Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla durch die Provinz. Herr Ratzig? Oh, ich bitte um Verzeihung. War nicht so gemeint. Also gut, ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Wir müssen die Sache aber jemandem melden. Leider können wir sonst nicht allzu viel tun. Vermutlich die Mordwaffe. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Ja, so einer wohnt hier. Der Teufel soll ihn holen. Lebt in der Hütte am Dorfrand, an der Straße nach Neuhof. Gott behüt dich. Thank you.
Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Das ist sicher Heinz. Galgenfutter, so wahr Gott ihn schuf. Wohnt am Dorfrand neben dem Bach. Nimm ihn mit und gut ist's. Gott behüte dich. Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Flucht. Nun, darf ich vorstellen... der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn... nichts dagegen hat. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu. Frag so viel du... Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein.
hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Noch etwas wegen Heinz. Glück und Gesundheit. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Herr Hanusch trägt das einem Grünspan wie dir auf? Tja, was kümmert's mich? Frag. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein komischer Kauz, immer am Saufen, übellaunig. Nur Gott weiß, wie der über die Runden kam. Obwohl ich's mir jetzt gut vorstellen kann. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen. Nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Soweit es mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Das ist alles. Danke. Gott sei mit dir. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Das ist alles. Danke.
Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Das ist alles. Danke. Pass etwas besser auf. Hier? Natürlich. Ich meine hier, im Pfarrhaus. Ja, genau da. Im Pfarrhaus, mit dem Pfarrer. Ja. Was ist los? Magst du mich denn nicht? Doch, natürlich. Warum wundert es dich dann, dass Godwin mich auch mag? Tut es nicht. Ich meine, ich glaube... Gott behüt dich. Was zum Teufel? Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Es tut mir leid. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Heinz ist tot. Ihm kannst du nichts mehr sagen. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutter Kirche. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein, aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater.
Dem hast du es gezeigt. Und, hast du die Beute? Nein, er hatte nichts bei sich. Nichts? Wie das? Er muss sie fallen lassen oder weitergegeben haben. Der teuflische Bastard. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalenberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten, verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Ein Bier für mich. Mir ist aufgefallen, dass eine Frau mit dir im Pfarrhaus lebt.
Bist du noch nie einem Geistlichen begegnet, der mit einer Frau zusammenlebt? Die Kirche verbietet es mir, sie zu ehelichen, aus Furcht, ihr Eigentum an unsere Nachkommen zu verlieren. Aber sie kocht und putzt und, nun ja, als Mann habe ich gewisse Bedürfnisse. Ich denke, der Pfarrer von St. Jakob würde dir kaum zustimmen. Ja, ich hörte, er wäre sonderbar. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Morgen lacht, doch neustoi jade.
Genug ist genug. Vogt! Komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schanzstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wirkung. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir... Schon auf. Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gudwin, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Was wollen sie mir schon tun? Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass ihr euch nichts tut. Gudwin, du bist ein Hornochs. Da sind wir. Was für eine Sch... Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Gott, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ring? Oh.
Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Wenn du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Ach, heilige Scheiße. Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh, Scheiße, die blöde Messe. Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan ist. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann... An die Arbeit.